brecht ihm die Eier ab! Sohn einer Ziege! Okay, Igni. Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Sein Gesicht! Götter, erbarmt euch! Verschwindet und kommt nie wieder! So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir! Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Yen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysimar. Macht die Pferde bereit. Warum denn Vysimar? Hier können wir reden. In der Nähe sind ein paar hübsche Obstgärten. In voller Blüte. Man riecht die Leichen fast gar nicht. Verlockender Vorschlag. Leider muss ich ablehnen. In Vysimar erwartet dich nämlich jemand... Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emrais. Oder für die Vertrauteren, die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Na, dann hören wir uns das doch mal an. Gut. Ich schätze, ich bin bereit, ihn anzuhören. Der Kaiser von Nilfgaard, Herr über Metina, Ebbing und Gemera, Souverän von Nazair und Vikuvaro, wird sich zweifellos geehrt fühlen. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun, weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vysimir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern, so schnell wie möglich. Na dann, los. Wir haben auch wieder Punkte bekommen, das heißt, wir können auch wieder ein bisschen leveln. Weißt du, ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Los jetzt! Nein.
Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Vysimar. Mhm. Das muss reichen. Du meinst, es kümmert Emhyr, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht? Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Cladwyn? Bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut. Tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen, bitte, und stillhalten. Wie steht es? Laufen die Vorbereitungen für die Audienz nach Plan? Ja, General. Der Herr wird einigermaßen präsentabel sein. Wer ist der Typ? Auch ein Barbier? Nein. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Yennefers Eskorte. Das waren meine Männer. Alle. Für wahr. Waren. Denn keiner von ihnen ist nach Vysimar zurückgekehrt, oder? Ich möchte wissen, was gestern auf der Straße passiert ist. Könntest du mich erleuchten? Du hast Zeit. Und ein Rasiermesser am Hals. Die wilde Jagd hat sie getötet. Eine Geisterkavalkade am Nachthimmel? Das Omen des Kriegs, von dem die Bauern faseln? Und das soll ich glauben? Das ist mir ehrlich gesagt piepegal. Nordlinge. Man kann sie baden, rasieren und einkleiden, aber ihnen Manieren beibringen, das ist etwas für Fortgeschrittene. Ebenfalls sehr erfreut. Fertig. Soll ich ihn nochmal gegen den Strich rasieren? Nein. Er geht selbst schon ausreichend gegen den Strich. Leb wohl, Hexer. Oder besser, bis bald. Gut. Der Herr kann sich nun ankleiden. Leider erhielt ich keine genauen Maße. Wenn etwas scheuert, wird unser Schneider es anpassen. Ach du Scheiße. Schwarz? Schwarz oder schwarz? Wir schätzen in Nilfgaard keine aufdringlichen Farben. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Dürfen wir uns auch noch entscheiden, was wir hier nehmen wollen, oder was? Ist ja interessant. Interessante Narben hier. Wir haben einmal das hier. Wir haben das hier mit so weißen Dingern. Die sehen beide scheiße aus. Das auch. Wobei das hier fast noch lieber. Na dann. Es mag dem Herrn neu sein,
Doch ein Handtuch um die Hüften ist kein passender Aufzug bei einer Audienz. Nein? Er wird sich freundlicherweise ankleiden. Okay, wie kleide ich mich denn an? Hm. Okay. Das sieht doch gut aus. Okay, na gut. Schwarz steht dem Herrn. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Ja, ist in Ordnung. Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Teint des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Na gut. Bitte sehr. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Ja, scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Rechtes Bein nach vorne, linke Hand auf die Brust. Rechte Hand auf die Brust. Was? Ich glaube das hier. Falsch, falsch, falsch. Noch einmal. Was? Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Rechte Hand der auf Herr die Brust. Wird dies üben. Rechte Hand auf die Brust. Das hier. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komme er mit mir. Ich die Hurensohn, ey. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde. Ich hab irgendwie drin. Nee, lieber nicht. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Interessantes Schloss. Reicht aus. Könnte klar, mir gehören. Deutlich und respektvoll ausgesprochen. Nun gut. Ingrimi ep art kerser, deit wenn adan in karn ep morwut, em hier war em reis. Verneigen. Ist ja gut. Sind wir mal höflich. Eure kaiserliche Majestät. Arrea ep to orde. Evelien, namin wat gern wavort. Ich dachte, du beugst das Haupt vor niemandem. Ich wollte den Kämmerer nicht enttäuschen. Wir sind Freunde. Ach ja. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sag sie mir nicht also, gerade glücklich warum aus. Sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser.
Spart euch die Großzügigkeit für die Leute, deren Häuser eure Armee niedergewalzt hat. Das tue ich wegen Ciri, nicht wegen eures Goldes. Deine Motive interessieren mich nicht. Nur Ergebnisse. Yennefer, erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Nun gut. Folge er mir, wenn es dem Herrn recht ist. Ja, ist ganz klar. Moment. Ich gehe mal eben ganz kurz aufs Spiel speichern. Ja, das weiß ich. Fortfahren. So, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge folgen wir dem Typen mal zur Zauberin. Und dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Jetzt dürfen wir Ciri ja doch noch irgendwie begegnen. Ich wusste ja, dass sie doch noch irgendwie eine große Rolle spielt. Das sehen wir dann. Jedenfalls, meine lieben Freunde, danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Take. Ciao.